Willkommen zur 14. Folge der Let's Play-Serie. Wir sind jetzt hier kurz vorm Wechsel in die Renaissance. Zeitalterpunkte habe ich mehr als genug für das Goldene. An der Stelle sieht das recht ordentlich aus. Ich habe zuletzt angefangen, meine erste Apostelreihe hier, Apostelarmee. Das sollen meine Angriffsapostel sein, die religiösen Einheiten in dem Fall zunächst mal vom Russen besiegen, aus dem Spiel nehmen und danach werden denn Apostel folgen, die konvertieren sollen. Die habe ich noch nicht gebaut, aber das wird dann jetzt demnächst losgehen. Ich habe auch dann schon mal eine kleine Angriffsarmee. Apostel-Angriffsarmee für die Richtung Westen auch schon gekauft. Habe jetzt hier auch schon vier Apostel und einen Guru. Das sollte an der Stelle eigentlich auch reichen. Vielleicht kann da noch ein Guru dazu. Ein Guru in den Norden könnte ich vielleicht auch noch mitschicken. Mal den gerade mal noch mit rein. 85. Naja, und ansonsten habe ich mir gerade mal so ein bisschen, ja, ich kann man wirklich sagen, die Karten gelegt, wie eigentlich meine Regierung kurzfristig sich ändern sollte. Ich habe ja momentan hier doch einiges drin, so Multaneum und Schrift. Bei den Politik kann man es fast noch besser sehen. Momentan habe ich eben die zwei Karten drin, die hier 83 Glaube geben. Ich habe gerade die Stadturkunden noch drinne, die sind insofern ja ganz schön, die sind verdoppelt die Nachbarschaftsboni von Handelszentren, was mir durch meine aktuelle Witburg auch noch ein bisschen Forschung bringt. Insofern passt das hier sicherlich gerade noch. Aber ich glaube, spätestens wenn wir hier dann gewechselt sind und ich die Regierung wieder umbauen kann, ich glaube, da werde ich noch mal ein paar Dinge ändern. Das mit dem Glauben ist zwar alles schön und gut. Ich denke aber, wenn ich dann jetzt eben doch so ein bisschen mehr Überblick bekomme, dass ich so viel Glauben, wie ich da im Moment erzeuge, eigentlich gar nicht brauche. Der nächste Apostel in Niani würde 275 Glaube kosten. Das geht, glaube ich, immer so um 10 oder 15 oder sowas, je nachdem. Ich denke, die Gurus spielen da auch noch ein bisschen rein in die Kosten. Das wird natürlich weiter steigen. Trotzdem, sagen wir mal so, wenn wir da aktuell bei 300 wären, da könnte ich ja da momentan 10 Apostel kaufen. Wie gesagt, die Kosten gehen rauf, insofern wird das nicht ganz reichen. Trotzdem habe ich ja auch ein Einkommen von über 500 momentan und das ist schlichtweg nicht notwendig. Einfach deshalb, weil das, was ich an Aposteln eben aktuell brauche, ich denke, mit etwa 10 weiteren Aposteln sollte ich hinkommen. Ich würde vier Konvertierer in den Norden schicken, auch vier Konvertierer in den Westen. Dann würde ich wohl perspektivisch danach dann auch noch einige in den Osten schicken, um schon mal Persien von der Seite anzugehen. Vielleicht habe ich hier auch noch ein paar Angreifer, aber ich denke, alles in allem mit vielleicht 15 Aposteln werde ich das Spiel, glaube ich, beenden können. Also viel mehr brauche ich nicht. Und selbst wenn ich die Karten, beide Glaubenskarten rausnehmen würde, dann hätte ich immer noch ein Einkommen von 430, was aktuell immer noch etwa ein Apostel pro Runde ist. Wohlgemerkt einer, nachdem ich schon noch eine ganze Reihe weiterer Apostel gekauft habe. Und das alles bedenkend, glaube ich, sind so viele Karten, die mir Glauben spenden, eigentlich gar nicht notwendig. Außer Apostel brauche ich ja dann nichts mehr. Ich könnte durchaus auch drüber nachdenken, vielleicht denn doch die eine oder andere Bank mal noch mit Glauben zu kaufen. Aber das kann ich ja dann sogar vom Einkommen her. Die Idee ist eben doch vielleicht ein bisschen mehr Karten reinzunehmen, die Gold bringen, weil ich glaube, bei Gold kann ich doch noch mehr brauchen, als ich eigentlich mir so gedacht habe, mir so vorstelle. Hier sind vielleicht doch noch ein paar Foldkäufe. Ich wollte gerade mal schauen, hatte ich das irgendwie denn schon richtig verfolgt? Nee, das habe ich geträumt. Okay, da war nichts. Bei Katharina vielleicht. Ich schaue halt gerade,
Ja, auch da bei Katharina war das mit dem frisch ausgebildeten Siedler. Ich rechne durchaus noch damit, dass entweder Russland oder Frankreich hier in dem Bereich noch eine Stadt gründen. Viel mehr Platz haben sie ja nicht mehr. Gut, Katharina könnte vielleicht in diese Richtung noch ein bisschen. Peter hat eigentlich nur diese Möglichkeit. Ja, wobei hier könnte auch noch sein. Also ich würde mir eigentlich doch für rund um Segu vielleicht noch ein paar Felder sichern wollen, aber da muss man mal gucken, das könnte eben kurzfristig nötig sein, solange hier kein russischer Siedler ankommt und auch kein französischer, ist das nicht weiter kritisch. Gut, von hier könnte natürlich auch noch was passieren, aber naja, mal gucken. Will heißen, da wird sicherlich noch Geld für die Feldkäufe gebraucht, dann haben wir sowieso noch eine Menge andere Dinge zu kaufen. Ich würde meinen, dass ich auch noch mal vielleicht zwei Handwerker brauchen kann. So grob geschätzt in Kusa sind demnächst auch Schrein und Tempel fällig, auch in Yen und viele Bezirke. Also ich glaube, für Gold habe ich noch eine Menge Dinge, wo ich es wirklich echt gut nutzen kann. Für Glaube auch, aber ich habe eben bei Glaube auch 3000 hier momentan auf Lager. Und damit sollte ich gut hinkommen. Vor allem bedenkend, dass auch ohne diese Karten habe ich ja immer noch ein sehr gutes Glaubenseinkommen. Das würde ich denn wahrscheinlich demnächst mal ein bisschen umstellen wollen. Denke auch, was die Wohnraum- und Annehmlichkeiten angeht, kann ich das noch ein bisschen verbessern. Wenn ich jetzt hier gerade schaue, kann man ganz gut sehen, ich habe bei den meisten Städten plus 1 oder plus 2, was die Annehmlichkeiten angeht. Ab plus 3 hätte ich dann eben weiteres Wachstum und auch weitere Erträge. Ich glaube, das geht dann hier auf 20 und 10%. Das würde ich eigentlich auch gerne noch anstreben wollen. Dafür müsste ich aber wohl das Medina-Viertel tauschen oder ergänzen. Muss man mal sehen, was ich ansonsten noch an Karten habe, eben um das republikanische Vermächtnis. Das würde mir sofort ein bisschen Wohnraum geben, eben auch Annehmlichkeit in jeder Stadt. Das ist schon eine tolle Sache. Auch die Bediensteten, die Wirkung dieser Karte kann ich noch verbessern, indem ich noch ein paar weitere Garnisonseinheiten stelle. Im Moment habe ich 5. Das sind also noch 5 Städte ohne. Die aktuell günstigste Einheit wäre hier ein Schwertkämpfer mit 285. Den könnte ich auch noch überall reinstellen, aber da muss man mal gucken. Wir haben ja gleich den Zeitalterwechsel und je nachdem, vielleicht gibt es ja da irgendwo, dass Einheiten gewünscht werden, dass man die halt hat, baut, kauft, whatever. Von den Stadtstaaten wollen wir uns das mal an. Russland denkt über einen Krieg gegen Frankreich nach. Ach was. Die machen ja Sachen. Also er freut sich erstmal, dass ich hier wieder ein goldenes Zeitalter habe. Ich freue mich da auch. Dadurch habe ich nämlich hier einen weiteren Handelsweg bekommen. Naja, schauen wir mal erstmal denn hier auf die Widmung, die wir jetzt haben. Interessanterweise sind 5 Zivilisationen, die ein dunkles Zeitalter haben. Ja, Mensch, was spielt denn die KI da zusammen? Verstehe ich auch nicht. 2 normal, 5 mal dunkel. Aber okay, am Ende des Tages ist das nicht so wirklich interessant für mich. Ich glaube nicht, dass ich hier groß Realitätsdruck ausüben werde, auch nicht bekommen werde. Ist eigentlich egal. Am ehesten wäre da vielleicht noch mit Russland was möglich, aber der hat ja normal. Maya ist weit weg. Frankreich hat jetzt auch ein dunkles. Naja, ist aber eigentlich Wurst. Glaube ich. Werde ich mich nicht weiter darum kümmern. Ich würde natürlich schauen, dass ich wieder ein goldenes kriege, aber das wird natürlich immer schwerer. Schauen wir erstmal auf die Widmung. Ich denke, 2 fallen direkt weg, weil sie wirklich völlig überflüssig sind. Das Exandrakons kann ich einfach gar nicht brauchen. Startbevölkerung für neue Städte, das ist alles völlig überflüssig, würde ich meinen. Auch mit der Monumentalität kann ich nicht wirklich mehr was anfangen. Es wäre natürlich eine Option. Ich hatte es ja gerade gesagt, dass ich eigentlich gar nicht so viel mit Glauben machen kann. Ein paar Handwerker brauche ich noch. Aber ich glaube, der Nutzen, der wäre einfach viel zu gering. Das entfällt aus meiner Sicht auch. Trotzdem hier der Exodus der Evangelisten und die Münzreform sind, glaube ich, beides grundsätzlich recht valide Widmungen hier. Die Münzreform. Ja, bringt halt ein bisschen mehr Gold durch Handelswege, ne? Und Gold habe ich ja irgendwie doch schon eine ganze Menge. Aber wenn man sich das mal ausrechnet, das sollte in Größenordnung gehen, wo es dann doch schon mal ein Gedanken wert ist.
Ich bekomme 3 Gold für jeden Spezialbezug in der Zielstadt. Und soweit ich das gesehen habe, haben die meisten Zielstädte, wo ich meine Händler hinschicke, 2, 3, teilweise sogar 4 Spezialbezirke. Also ich denke, so mit etwa plus 10 Gold pro Handelsroute, so Durchschnitt, um das mal ganz überschlagsmäßig zu machen, kann ich durchaus rechnen. Und jetzt haben wir ja schon 16 Handelsrouten. Der Koloss wird auch gleich noch eine weitere zur Verfügung stellen. Da sind wir schon bei 17. Und alles in allem wären das dann 170 Gold pro Runde, so mal ganz, ganz grob. Und vielleicht geht das ja noch ein bisschen höher, wenn die Zielstädte noch weitere Spezialbezirke sich irgendwo reinstellen oder ich noch ein paar Händler mehr kriege. Also das sind schon wirklich heftige Mengen. Wenn es hier bloß mal so 20, 30, 40 Gold wären, dann müssten wir gar nicht drüber reden. Aber in der Größenordnung, finde ich, ist es schon Gedanken wert. Die Händler können nicht geplündert werden. Naja gut, das ist weitgehend irrelevant, glaube ich, aus meiner Sicht. Da hatte ich noch nie ein Problem mit. Tja, vielleicht gibt es ja doch demnächst auch mal noch Ärger mit Denunzierung oder Krieg, das weiß man nicht. Aber nun ja, ich würde aber denken, dass trotz allem, obwohl ich die Münzreform durchaus auch ganz gut fände, ich werde doch mit dem Exodus der Evangelisten gehen, weil es passt von der Phase, glaube ich, doch einfach besser. Und der Hintergrund sind vor allem zwei Dinge. Meine Apostel kriegen zusätzliche Ladung, die kriegen auch zusätzliche Fortbewegung, großen Prophetpunkt. Nun ja, was sie sich dabei gedacht haben, hier, denn inzwischen gibt das ja auch Glaube. Aber ich muss sagen, ich werde das nehmen, weil es mir, glaube ich, gut passt. Muss aber sagen, in Teilen finde ich das doch fehldesignt. Und die Fehldesigns meines Erachtens an der Stelle, das sind vor allem zwei Dinge. Zum einen fehlen die Gurus, wenn ich wirklich mich mit Aposteln durch die Gegend bewege. Angriffsmäßig, die haben es ja im Spiel nun mal so gebaut, dass sie die Eigenschaft dafür haben, dann funktioniert das natürlich nur wirklich sinnvoll, wenn ich auch Gurus mitlaufen lasse. Und wenn das dann eben nicht auf die Gurus wirkt, dann ist es aus meiner Sicht ziemlich dusselig, sagen wir mal so. Weil was habe ich davon, wenn ich eine Armee habe, wo, keine Ahnung, 2 Drittel oder 80% der Armee 2 zusätzliche Fortbewegungen kriegen und der Rest nicht irgendwie. Oder sagen wir mal, einfach nicht zu Ende gedacht. Und eine zweite Geschichte bezieht sich ja auf die Ladung. Auch da ist es in meinen Augen eigentlich eher ein Programmfehler, würde ich sagen. Ich nehme das jetzt mal erstmal, weil Ladung hat am Ende des Tages keine Einheit. Die Apostel haben halt Verbreitungen und diese Verbreitungen sind ja ihre Ladung. Die werden erhöht, aber erst wenn ich denn jetzt einen neuen Apostel kaufen würde. Was aber eben nicht erhöht wird, sind die Heilungen für die Gurus, was ja die Ladungen der Gurus sind. Also ich weiß nicht, ob sie die Gurus hier völlig vergessen haben. Also die Spieldesigner meine ich jetzt an der Stelle. Ich habe fast den Verdacht. Aber gut, es ist halt mal so. Die Ladung der Apostel, wie gesagt, im Nachhinein kriegen sie die nicht mehr dazu. Das war mir klar. War aber okay für mich, weil die Apostel, wie schon vorher mal erwähnt, die ich bisher habe, die sollen kämpfen. Und für Kampfapostel sind die Ladung oder in dem Fall hier die Verbreitung völlig irrelevant. Insofern ist das an der Stelle, glaube ich, schon in Ordnung gewesen. So, dann lass mal gucken, wie wir hier weiter vorwärts kommen. Bisher habe ich noch keine religiösen Einheiten gefunden. Gegnerischen muss aber sagen, das ist mir durchaus recht. Naja, ein paar Angriffe grundsätzlich, das wäre irgendwann dann schon okay. Aber ich sollte natürlich nicht vergessen, ich muss da doch aufpassen, dass ich jetzt hier noch keine Städte vom Russen konvertiere. Wir haben ja die Allianzen noch nicht erneuert und sonst gibt das hier nur unnötigen Ärger. Das muss nicht sein. So, die rücken mal alle auf. Jetzt habe ich hier noch einen neuen Guru. Der hat halt immer noch 4 von 4 Fortbewegung. Es ist irgendwie, naja. Aber das war mir ja vorher klar. Das ist ja jetzt keine Neuigkeit. Ich finde es nur irgendwo ein bisschen ärgerlich und aus meiner Sicht eben, wie erwähnt, ein Designfehler im Spiel. Aber wir werden damit schon klarkommen. Dann werden wir die mal hier alle aufrücken. Die Kampfapostel kriegen ja hier alle Disputant bei mir und dann auch noch die Märtyrerbeforderung. Gibt denn eine Reliquie, falls wir doch im theologischen Kampf sterben?
Ich hoffe nicht, dass sie das tun werden. Eins von sechs. Jetzt muss ich ja schon befördern. Und du kommst auch mal hier hin. Und du wirst erstmal noch diskutiert. Okay. So, dann. Achso, hier ist ja noch ein weiterer Guru. Oder überhaupt mal der erste für die, sag ich mal, Westtruppe. Kannst du damit? Jetzt haben wir hier unseren Spion, den ich hier gerade gebaut habe. Der geht dann jetzt mal zu Christina. Geht's? Die Idee ist dabei vor allem, dass ich mal hier die Zugriffsstufe etwas erhöht bekomme. Wer soll denn da auf Horchposten gehen? Diese Zugriffsstufe, die wird auch noch eine große Rolle spielen, wenn es dann eben um den Kampf geht. Und um hier ein bisschen mehr Infos zu kriegen, ist es mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Hier habe ich nochmal so einen russischen Apostel gefunden. Sollte ich im Hinterkopf behalten, dass da natürlich auch noch Leute rumrennen. Nur die Städte konvertieren reicht am Ende selbstverständlich nicht. Man muss natürlich auch die ganzen religiösen Einheiten beseitigen. So, hier haben wir unsere Handelsrouten. Zwei sind, glaube ich, da gerade zurückgekommen. Novgorod und Paris waren da die Ziele. Ich habe ja aber auch noch eine Einheit gehabt, eine Händlereinheit, die vorher zu viel war, weil mir da eine Route aus dem Weltkongress verloren gegangen ist. Oh Mensch, ich kann ja jetzt hier schon mit Schweden handeln. Gut, das können wir auf jeden Fall erstmal machen. Unabhängig davon, warte mal, wenn ich das gerade hier sehe, Nazca, was ist denn hier eigentlich mit den Quests geworden? Mal vielleicht auch noch mal gucken, da waren ja doch eine ganze Menge, 10 neue Stadtstaat-Quests. Großer Künstler, naja, vielleicht wird das was, aber ich bin ja hier nicht Eleonore. Das ist ein bisschen schwierig mit den Einheiten, genau wie bei Musiker oder Schriftsteller. Auckland will religiöse Bekehrung, könnte irgendwann vielleicht da was werden. Wo kommen denn hier die ganzen Barbaren her? Gut, hier waren auch mal relativ viele. Sind die hier durchgezogen? Na gut, nicht mein Problem. Nazca will einen Handelsweg. Das hatte ich nämlich schon gesehen. Na, ob ich den da reinnehme, wenn ich mir das so anschaue. Hier die Alternativen zu den normalen Städten. Also mit normal steht es gut. Ich meine natürlich den KI-Städten. Da ist es inzwischen doch ein ziemlicher Abstieg, würde ich meinen. Bisschen, ja, Gold kommt natürlich auch bei rum, keine Frage. Aber wenn ich es jetzt gerade mal von mir aus mit Novgorod vergleiche, das ist doch erheblich, was mir da im Vergleich verloren geht. Naja, gut. Machen wir erstmal weiter hier. Also so wirklich glücklich bin ich da mit den Händen. Oh, nein, nein. Oh, Leute. Weil ich gerade sage, ich bin nicht glücklich mit, kriege ich gleich nochmal einen dran. Armag will ein großer Schriftsteller. Oh, Leute, was macht ihr hier mit mir? Verbrannte Erde. Muss ich mal Eingebung. Handelsweg Antiochia, das kann ich auch vergessen. Das ist viel zu weit weg, da komme ich nicht ran. Wasserpark, oh, das könnte irgendwann mal gehen. Panzerschiff vielleicht. Großer Ingenieur. Tja, naja, das ist natürlich alles nicht so doll. Die Händler, die wären natürlich erfüllbar, die Quests. Aber ich denke nicht, dass es mir das wert ist, einen Gesandten dafür zu bekommen. Und denn hier, keine Ahnung wie viele Runden, der muss ja zum Beispiel einmal zurück. Und Nazca könnte ich wahrscheinlich so timen mit der 4. Wenn der dreimal hin und zurück irgendwo läuft, von Yen eben beispielsweise, dass das nur so 20, 25 Runden irgendwo was gehen, das sollte schon möglich sein. Trotzdem für diese 25 Runden, sagen wir mal, hätte ich denn ein bisschen Gold weniger, okay, das ist kein Beinbruch, aber eben auch 2 Kultur, 3 Produktion und 2 Nahrung. Und ich glaube, das ist mir der Gesandte nicht wert, bei aller Liebe. Stellt sich hier die Frage, ob ich an der Stelle, naja doch, da stellt sich nicht die Frage. Ich denke, da wechsle ich auf St. Petersburg. Kriege ein bisschen weniger Produktion, ja. Aber mehr Gold, mehr Wissenschaft und ja, machen wir mal so. So, und die andere Route hier. Ja. Du warst, glaube ich, vorher nach Paris unterwegs. Ne? Ja, ich war ja hier mit dem Handelsposten. Den werden wir mal auch nehmen. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Stadt. Ja, und wenn man das hier mit Nazca vergleicht. Also, nein, entfällt.
Helsingborg sehe ich gerade hier. Zwischenkommt würde ich da natürlich auch hinkommen. Volle Sichtbarkeit habe ich mit Gorgor auch nicht offen. Wenn wir den nächsten Allianz machen, bin ich bei Geheim. Naja, das wird genügen. Sie hat ja auch keine eigene Religion, so dass ich da mir nicht unbedingt Kampfboni verschaffen muss. Das sollte schon gehen. So, hier will ich noch ein bisschen am Aufklären. Gucken wir mal. Naja, es ist schon. Hier ist ja auch noch ein paar Barnlager. Sind die da wirklich bis da durchgezogen? Ist ja auch irgendwie. Naja, gut. Tja, was mache ich denn hier mit einem Plänkler, der fast kaputt ist? Jetzt habe ich nur noch ein Feld, das ist aber auch irgendwie blöd. Na gut, machen wir hier. Ach, und da ist auch noch ein paar Barnlager. Ja, es sind schon einige da. Also dann, gut, dann erklärt es das vielleicht doch mit den. So, Rainer ist in Yen etabliert. Okay, dann geht hier auf jeden Fall mal. Damit ist das Geld wieder weg. Das Aquädukt muss sein. Okay. Und Rena würde ich dann mal gleich weiterziehen lassen nach Segu, war der Plan. Die Idee hier ist, können wir ja auch gleich mal reinbauen. Damit ich das nicht nur im Kopf habe, sondern auch mal zeige. Hier würde ich dann noch ein Aquädukt und Campus setzen wollen. Und Timbuktu kann hier vielleicht mal noch einen Theaterplatz hinkriegen. Irgendwann wollte ich ja hier vielleicht mal auch noch so ein Bauernhofdreieck. Ich denke aber, das kann ich auch ganz gut hier reinbekommen. Eine Überleerung wäre grundsätzlich freilich auch da noch. Timbuktu, bitte. Einen Staudamm reinzubauen, weil immerhin Staudamm bringt ja auch drei Wohnraum. Das ist natürlich nicht so wenig. Der könnte ja durchaus hier an einige Felder hin. Ist an der Stelle sicher sinnvoller als eben hier das Bauernhofdreieck, das muss man schon sagen. Und dieser Fluss, der kann eben auch über die Ufer treten. Das sollte man an der Stelle natürlich auch bedenken. Insofern kann er hier durchaus mal die Bank fertig machen. Ich würde den mal hier platzieren. Den Staudamm. Mach den da mal rein. Die Stadtmauern sind eigentlich Wurst momentan. Wenn wir hier die Größe 7 haben, dann würde durchaus auch hier noch der Theaterplatz hin können. Aber ich glaube, der Staudamm an der Stelle ist auch recht sinnvoll. Löst dann eben perspektivisch auch da die Wohnraumprobleme. Ich glaube, das macht schon Sinn. Bank baut da natürlich fertig, keine Frage. So, und hier würde ich dann eben auch noch mal einen Handwerker hinschicken wollen, um hier noch zwei Bauernhöfe zu bauen. Damit kriege ich denn hier und hier auch noch eine Nahrung mehr. Na, ohnehin ist das gut. Und wenn er denn hier trocken legt, sollte ich auch auf die Größe 7 kommen, um den Theaterplatz hier bauen zu können. Soweit die Idee. So, Regierung könnte ich jetzt umbauen. Dann wollen wir das doch noch mal uns hier angucken, was eben hier so geht. Also Simultaneum. Ja, ich denke, das Simultaneum geht raus. Die Heilige Städter Nachbarschaftsboni will ich behalten. Allein schon wegen der Hildegard von Bingen, die dabei Taudenny in der Heiligen Stätte drin hockt. Das sollte sich da nicht ändern. Was wir jetzt hier rein machen können, wären natürlich die Handelskonföderation, die Gesandte. Das bringt mir doch einiges inzwischen. Die Handwerkerkarte könnte ich grundsätzlich auch reinnehmen, aber da muss ich mal schauen, da bräuchte ich natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Müsste ich mal Sachen verkaufen. Im Übrigen hatte ich mir auch noch überlegt, eben das republikanische Vermächtnis halt hier noch reinzunehmen. Alles in allem ist es mir doch fast lieber als das Medina-Viertel. Wird mich ein bisschen Wohnraum kosten und sicherlich auch etwas Wachstum, sollte aber in vielen Städten durch die zusätzliche Annehmlichkeit dann schon zusätzliche Erträge bringen. Ich mir denn doch ein bisschen lieber. Tja, aber die Stadturkunden, das ist eben die Frage. Na klar, es bringt schon Gold. Aber das ist eben hier auch nicht so unwichtig. Wir werden das mal gerade so machen. Das Vermächtnis kommt hier runter. Und ja, das ist insgesamt ein bisschen ausgeglichener. Ich krieg mehr Gold, ich krieg weniger, habe ein bisschen mehr Wohnraum, aber durch die Annehmlichkeit passt das hier
doch ein bisschen besser. Nur mit dem Handwerkern, da bin ich mir halt nicht so sicher. Ich muss mal gucken. Wir machen das gerade doch erstmal noch so. Ich würde dann nämlich mal irgendwann demnächst kurz Handwerker- und Feldkaufkarte reinnehmen wollen, falls ich da mit den Feldern doch noch was holen will. Wir machen das gerade mal so. Ja, jetzt immer hier ein bisschen weniger, da etwas höher. Sollte schon gehen. Ich weiß immer noch nicht, ob irgendwo. Wobei ich sehe ja eigentlich kann er mir hier kein herbringen. Naja, okay. Soweit, so gut. Lass mal schauen, der ist weitergezogen. Hier gucken wir uns das auch an. Jetzt brauche ich natürlich weitere Apostel. Natürlich, steht immer an. 285 sind wir jetzt schon. Oh, mal gucken, wie das denn hier weiterläuft. Ach so, jetzt lass mal kurz die Städte noch gucken. Jetzt fehlt halt hier einiges an Wohnraum, das ist schon so. Aber wir haben demnächst auch Kanalisation. Da werden wir beim Wohnraum schon gegensteuern können. Und hier habe ich doch jetzt schon einige Städte, die besser sind. Ich würde auch noch mal rumschauen wollen. Ich glaube, das war, wo ist sie denn? Jetzt finde ich die Maya nicht. Da unten ist sie. Ich meine, bei der Maya, da ist es doch nicht. Die hat nämlich Marmor für mich. So, und da kriege ich sogar noch einiges dazu. Damit würden dann auch noch weitere 4 Städte versorgt werden. Es ist leider insgesamt nicht so viel. Hier gibt es eine Reihe doppelten Luxus, aber um auch das noch mal kurz zu zeigen, ich erzähle und zeige wieder eine ganze Menge und spiele so wenig. Aber okay, es ist ja so, jeder Luxus, jede Art von Luxus bringt halt für 4 Städte eine Annehmlichkeit. Man sieht das hier gerade. Und wenn ich denn Kopien von habe, wie eben beispielsweise bei Silber, sind es eben auch nur 4 Städte, die davon versorgt werden. Also tauschen ist grundsätzlich schon sinnvoll. Aber ich muss natürlich Sachen tauschen, die ich nicht sowieso schon habe. Und Zucker beispielsweise kriege ich eben 6 Stück momentan durch Stadtstaaten. Das sind hier diese Spielboni, genauso wie Wein. Und irgendwo war es noch was, Elfenbein. Bringt also nichts, die Sachen sich irgendwie einzutauschen. Und dann hört es nämlich schnell auf. Das Einzige, was ich da gesehen hatte, waren halt diese. Du vielleicht auch Salpeter waren eben bei der Maya die Dinge. Bin schon fast versucht, doch mal wieder ein bisschen Bargeld mir zu holen. Aber ich mache es dann doch, glaube ich, lieber pro Runde. Wie sieht denn das aus? Brauchst du denn für Salpeter? Oh ja, ach, Moment, Hilfe, oh, das ist okay. Mach mal. Genehmigt. Dann lassen wir uns gerade mal die Reihe durchgucken, mal irgendwo was finden. Hier könnte Eisen gehen. Weil da muss ich wieder aufpassen. Ich denke, ich werde noch ein bisschen Eisen brauchen. Na, das geht ja aber. Sieht denn das aus bei dir mit Luxus? Das braucht, der hat kein Geld mehr. Mir einiges für geben, aber. Braucht nicht, hier geht nichts. Was ist denn bei dir hier mit? Nee. Kann ich alles vergessen. Oh, aber hier geht was. Kakao würde sie nehmen. Naja, denn sammel ein. Alles klar. So, Christina, naja, das wird hier schon schwierig. Die hat auch nichts. Kopie. Brauchst du noch Luxus? Nee. Auch nicht. Alles klar. So kommen wir doch auch durch. Ich würde vielleicht schon noch ein bisschen eisen, wenn ich auch so irgendwo los wäre. Das ist eben hier leider alles einzeln. Ist jetzt nicht ganz so viel, aber immerhin. Machen wir trotzdem. Die haben alle reichlich Eisen rumliegen. Was sagst du zu Silber? Oh, okay. Die habe ich alle selber. Ich müsste Eisen gehen. Naja, mal sehen. Ups. Das war zu viel. 118. Naja, hat nur Bargeld, aber das ist auch in Ordnung. So, naja, und da war halt nichts. Der Marmor war hier das Einzige, was rauszuholen war. Hat aber am Ende natürlich dazu geführt, dass weitere Städte ein bisschen mehr gekriegt haben. Jetzt bin ich hier überall
bei 2010 und das ist natürlich schon nicht schlecht, weil gut, das Wachstum in den Städten, wo ich der Wohnraum reicht, ist halt dadurch größer und Erträge kriege ich auch einiges mehr. Das war so ein bisschen die Idee von der Regierungsumstellung. Na gut, na, mal sehen. Bei Rhodos wurde ein Koloss errichtet, 70 Ellen hoch und zu Ehren der Und Sonne. da ist der So viel Koloss. Bronze nutzte der Denn Künstler, dass da, es schien, die Quellen wunderbar. in den Minen sollten versiegen. Sind auch schon ein paar Jährchen her, wie ich den live gesehen habe. Sehr hübsch. Eine weitere Handelsroute, tolle Sache. Kann man immer gebrauchen. So, dann lass doch mal schauen, wie sieht denn das hier aus? Immer noch keine religiösen Einheiten irgendwo sichtbar. Eine Autokratie. Oh, da haben wir aber. Wenn ich nach hier gehe, kann ich angreifen. Wenn ich nach hier gehe, werde ich wohl nicht mehr angreifen können. Könnte bis hier. Ja, aber ich will ja eigentlich. Wie sieht das aus hier? Zeig mal kurz. 138. Informationen über gegnerische Bewegungen. Ja, das ist gut. Das ist die diplomatische Sichtbarkeit. Ich will ihn eigentlich ja gar nicht kaputt machen, weil das wird erst, wenn ich eben den Apostel besiege, dann mache ich hier zusätzlichen religiösen Druck auch noch. Und das führt zu Ärger. Das will ich erst, wenn die Religion, wenn die Allianzen erneuert sind. Gut, dann kannst du mal. Nee, da komme ich nicht dahin. Jetzt muss ich nach hier. So. Dann kannst du hier rum. Der kann sogar bis da. Ja, warum nicht? Hier ran. Passt. Okay. Wobei da auch noch die Frage wäre. Naja, mal sehen. Das macht grundsätzlich natürlich auch immer Sinn, möglicherweise heilige Stätten zu besetzen, wenn man da erwartet, dass der Gegner da tierisch viele Einheiten noch kaufen kann. Aber momentan hat der Peter ja nur 21 Glaube, das sollte also nicht passieren. Muss ich also gerade die heiligen Stätten nicht halten. Jetzt können wir hier aber doch mal angreifen. Jetzt haben wir schon 142 durch die vier Flankierungsboni hier. Nochmal. Sehr schön. Und hier gehen wir weiter. Da hecheln meine Apostel dem Händler hier hinterher, der da eine Straße zieht, aber er ist halt ein bisschen langsam. Meine Apostel sind halt viel schneller. Das sollst du lang. Hier, da ist der Buch. Ne, den Buch hätte ich gerne. Na ja, gut, dann wird er mir gleich bringen. Du brauchst noch den Märtyrer als Beförderung. Komm ran. Ja. Jetzt hat er den Guru. Alles klar, na denn. Auf geht's. So. Du kannst nicht mehr ziehen. Du auch nicht mehr. So, und da sind meine zwei neuen Apostel und die werden dann Richtung Norden gehen und werden jetzt Konvertierer werden. Und wenn sie denn Konvertierer werden, dann bekommen sie natürlich andere Beförderungen. Kein Märtyrer, kein Disputant, sondern sie werden Übersetzer und Bekehrer werden. Der Übersetzer hat halt deutlich stärkere Verbreitung und der Bekehrer eliminiert 75% des vorhandenen Drucks. Das ist auch enorm stark. Vor allem, wenn man denn eben andere Religionen, schon vorhandene Religionen angeht. So, und hier holen wir uns natürlich die nächsten Apostel. Weiter geht's. Dann sind wir schon bei 305. Der Handwerker geht dann auch schnell weg vom Vulkan. Du kannst warten, Guru. So, das ist die Handelsroute durch den Koloss. Den werde ich aber umswitchen. Bis mal nach Tordenni. Das ist mir da noch am liebsten. Da kann ich noch am meisten zusätzliche Nahrung und Produktion brauchen. Naja, kommen wir auch nicht so wirklich gut voran. Tja, na gut, dann werde ich mal. Uah, da unten hockt er jetzt. Na gut, machen wir das weg hier mal, den Warenposten. Vielleicht helfe ich ja da auch den Persern noch ein bisschen mit.
Die scheinen ja da zumindest ein kleines Barbarenproblem zu haben. So, Gold haben wir jetzt gerade mal ein bisschen durchaus vorhanden. Wir haben aber die notwendigen Karten für Feldkäufe und so weiter gerade nicht da. Aber das ist okay. Werden wir das gerade mal ein bisschen sparen. Wir können es demnächst brauchen. Ich würde sagen, in einer Runde, dann werde ich das nämlich mal machen, werde ich die Karten da passend tauschen. Ja, kommt der hier auch gerade noch zwischen. Na gut, mach mal. Angegriffen. Die zweite Bank ist fertig. Nachdem ich eine Nicht-Marktwirtschaft gesehen hatte, verstand ich plötzlich viel besser, was mir an einer Marktwirtschaft gefiel. So, der Dreieckshandel ist jetzt auch eine äußerst starke Karte. Wird wohl auch gleich in die Regierung kommen. Und die Logistik ist gerade, was die roten Politiken angeht, natürlich auch ganz toll. Gucken wir mal gerade kurz drauf. Dreieckshandel 64-16 und ist damit natürlich viel stärker als die Stadturkunden. Wird jetzt auch reinwandern. Ich kriege dann mehr Gold und auch noch ein bisschen zusätzlichen Glauben. Also das erscheint mir doch sehr sinnvoll zu sein. Gehen wir das gerade mal an. Stadturkunden raus, wie gesagt. Dreieckshandel rein. Soweit war das erstmal klar. Allerdings will ich ja jetzt, wie erwähnt, die Leibeigenschaft reinnehmen, um mal zwei Handwerker zu holen. Dann werde ich die Handelsföderation für lange mal rausnehmen. Kommst du hier rein? Und wenn ich das dann gerade schon mal habe, dann werde ich da auch die Feldkaufkarte mal noch mit reinnehmen. Für die zwei Runden hoffe ich, werden wir gleich mal sehen, wenn ich sie denn finde. Aber haben wir das? Einheitenverbesserung, vielleicht gibt es die gar nicht mehr. Nachlass. Bin ich jetzt auch ein bisschen blind mal wieder. Wieso Landvermessung? Das ist natürlich eigentlich eine gelbe Karte. Oder war ich jetzt gerade gedanklich falsch? Das ist natürlich nicht so doll. Das heißt letzten Endes, ich müsste hier auf irgendeine von den Karten verzichten. Wenn ich die reinnehmen würde, trotzdem, ich will dabei, was ist das bei Gao? Ne, das ist nicht Gao oben. Will da halt vier Felder so grob geschätzt kaufen und das ist halt schon eine ganze Menge. Da, naja, lass uns das mal der Reihe nach schauen, bevor ich hier irgendwelche Dinge erzähle. Und zwar bei Segu war das richtig. Und zwar geht es eigentlich um diese zwei Felder, das will ich auf jeden Fall haben. Das wird 140 kosten und um hier auch noch ein bisschen abzusichern, würde ich eigentlich die drei auch noch kaufen wollen. Und danach muss ich sagen, ist es mir denn egal, was er hier gründet. Nur das heißt natürlich, dass wir hier 630, 770 Gold haben im Normalfall. Und wenn ich davon 20% spare, von 770, naja, das ist dann doch schon einiges. Das ist ja dann fast 140 Gold. 140 Gold und zwar wäre das dann für. Das ist ja nur noch eine Runde. Man könnte fast die Goldkarte so lange raus, weil. Ja, ich glaube, ich mache das mal so. Also den Dreieckshandel meinte ich jetzt, weil klar kriege ich da weniger Gold und Glauben, aber ich nehme ja eigentlich durch die Karte, hole ich mir mehr raus, als dass ich hier da verliere. Gut, also Landvermessung und Leibeigenschaft. Die Schrift, die soll drinne bleiben. Das würde ich dann eigentlich doch behalten für den Moment. Das republikanische Vermächtnis auch. Statt des Einheitunterhalt würde ich die Logistik jetzt aber reinnehmen, weil ich glaube, das sind nur so 8 oder 10 Gold, das ist nur echt nicht die Rede, der Rede wert. Die bleibt natürlich hier drinne. Ja, wir werden das mal so machen. So, nun haben wir das drinne, was wir wollten und ist auch gleich deutlich günstiger geworden. Ausrichtung. Haben wir ja hier die Sachen so geplant, da werden wir das jetzt etwas umplanen. Wir nehmen hier eine Mandarinen-Tradition rein. Und dann machen wir das so. Dann können wir in einer Runde wieder wechseln.
müssen jetzt also aktiv werden. Zum einen kriegt Timbuktu jetzt einen Handwerker. Rein hier mit dir. Das zweite wird dann sein, ja, ich würde denn doch mal hier noch den Campus in Valata angehen wollen. Ja, der steht ja schon ein bisschen eine ganze Weile aus. Dürfte ein sehr schöner Campus werden. Wir haben zwei Riffe, dadurch ist es ein plus 4. Ich glaube, so einen guten Campus habe ich bisher überhaupt noch nicht. Problem ist, dafür muss natürlich der Wald weg. Und das Sägewerk auch. Da gibt es dann also erstmal einen Handwerker noch, der wird das angehen. Der Hintergrund hier ist unter anderem dann auch, klar, hier soll vor allem zunächst mal der Campus hin, aber dabei wird es nicht bleiben. Die Idee ist dann, da haben wir sie, da soll dann die Oxford-Uni hin. Ich muss sagen, meine erste Idee war die hier in, von Kumbisale hier hinzubauen, als ich die gesehen habe. Passt wunderbar. Dann dachte ich, na, ist ja kein Problem, dann bauen wir sie halt von Valata aus. Das geht aber gar nicht, weil, wie ich inzwischen denn doch mal im genaueren Lesen gesehen habe, der Campus, wo ich die daneben baue, der muss im Besitz der Stadt sein. Insofern kann Valata das hier nicht bauen, aber es ist okay. Noch ein Campus hier ist ja so schlecht auch nicht. Das kann hier weitergehen. Wir haben in Kurusa gerade die Heilige Stätte fertiggestellt und hier würde ich dann auch mal, glaube ich mal, nun doch noch das Orakel anfangen wollen. Mach das mal dahin. Bank, naja, vielleicht. Aber ist erstmal nicht ganz so wichtig. Lass mal gerade schauen. Wenn ich das nämlich richtig gesehen habe. Lass mal gucken. Zum Glück. Hoffentlich geht die Suche wieder. Da haben wir sie doch. Wir haben eben momentan bisher nur eine Orakelbaustelle hier bei El Mirador. Das hatte ich ja schon öfter mal gesehen, aber die Maya scheint da nicht dran zu bauen. Die baut tausend andere Dinge. Und dann gehe ich das doch mal an. Muss natürlich sagen, Runde 136 und ich fange an, Orakel zu bauen. Das ist irgendwie auch ein bisschen seltsam, aber nun ja, so ist es denn mal. Jetzt muss ich mich auch noch um die Allianzen kümmern. Boah, wenn ich da auf die Zeit schaue, wenn ich da jetzt auch noch mit anfange. Nein, ich würde sagen, das verschiebe ich dann doch mal auf die nächste Folge. Ich werde gerade mal noch die Apostel hier noch ein bisschen vorwärts ziehen. Das kann ich ja auf jeden Fall machen. Das schadet auch nichts. Dafür brauche ich auch nicht unbedingt die Allianz. Ein bisschen seltsam, was er hier macht mit der Anzeige. Warum kann er mir denn nicht anzeigen, wie weit ich da wirklich komme? Über diese Anzeige sehe ich es dann, aber das ist irgendwie auch, naja. Also das eine oder andere Problemchen gibt es hier schon. Jetzt würde ich aber gerade sagen, hier unten ist es einfach, da kann ich nämlich weiterziehen. Im Norden wird das aber dann schon ein bisschen schwieriger. Kommst du bis hier? Ach, das ist aber auch doof, dass das nur so einzeln geht. Da kann ich auch hin, ja, ist das durch. Der Handwerker sollte ja hier hin. Da baut er dann mal noch einen Bauernhof, warte mal, Niani. Der braucht das Feld nämlich noch. 15 von 15. Jetzt machst du hier, genau. Mach doch mal bitte. So. So, und jetzt haben wir hier 15 von 16. Sieht doch gleich ein bisschen besser aus. Ist natürlich immer noch ein bisschen eng. Aber das wird schon. Wir haben ja bald die Kanalisation, dann wird das schon gehen. Ja, ich denke, ich werde an dieser Stelle dann doch jetzt Pause machen. Wir haben ja noch einige Dinge da im Norden zu kämpfen. Ich habe auch die Allianzen zu erneuern. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.